RDR 2. Nachrichten. Um 19 Uhr mit Daniela Tepper. Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst werden morgen früh in Nordrhein-Westfalen treffen. Die Gewerkschaft Verdi hat Zehntausende Beschäftigte dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Am härtesten wird es wohl die Pendler im Land treffen. Stefan Lauscher. Machen in der Metall. Heute Abend im Fernsehen. Kommen Sie den Staatshaushalt wieder in Ordnung bringen? Stefan hat mit der Obduktion noch nicht angefangen und wir haben die Mörderin. Kein klarer Fall für Ursula Strauß. Nach der Debatte um den lebenslangen Ehrensold für Ex-Bundespräsident Wulff wird jetzt auch seine Verabschiedung mit militärischem Zeremoniell in Frage gestellt. Alle vier lebenden Altbundespräsidenten werden nicht am großen Zapfenstreich teilnehmen. Die SPD hält eine würdevolle Veranstaltung. Nutzen, das soll dein Na bitte schön auch für ihn. Tiere haben nicht nur eine. Das ist die Stadtrunde! Jakob Fark ist vorne! Oh, lala! Ja, Sorene! Er ist der erzkonservative Senator. Was haben Sie für Absicht? Oh, shit. Beteiligung ab. Dann. Ja, haken Sie doch mal nach, ob der irgendwo ist. Ist nicht Björn Dahl, es ist Anjev. Anjev gewesen, ja. Lapschin. Wo sind Sie? Das Schmusen. 1 Euro im Jahr. Nun, Sie doch, Wolf. Rabattchen ins Sammelheft einkleben. Gemäß der Erlebnis. Dabei! Den trifft er, gut! Aber. Na, die Zeit reicht nicht. Die Zeit tut nicht. Er ist nicht der schnellste. Lapschen. Er ist nicht der schnellste, ich wollte sagen, genau. Geht das wirklich funktionieren? Er hätte ja die Null gebraucht. Das ist ähnlich wie bei Michael Greis. Der muss ja nochmal schießen. Auch die Null muss dann stehen. Jakob Fark aus Slowenien, ein gebürtiger Kroate, ist im Augenblick vor Simo Fakat und vor Clemen Bauer. Zwei Slowenien. Oh. Hier, und hier sieht man es. Simo Fakat schmeißt schon wieder den Stöpsel von der Flasche weg. Ja, er wird sagen Merde. Ja. Wird er gesagt haben. Wahrscheinlich. Nein, das ist aber das es ist jetzt eine Silbermedaille. Tja, Uros Velipek, der Trainer der slowenischen Herrenmannschaft, der schüttelt auch nur noch den Kopf, weil der denkt sich auch, momentan kommt ja ein Wunder nach dem anderen daher. Das ist ja nicht zu fassen. Ja, und das Clemen Bauer, auch Clemen Bauer im Einzelwettkampf einen Fehler schießt, das ist der Wahnsinn. So, Michael Kreis, letztes Schießen. 3x0 bis jetzt. Er weiß ganz genau, es wird ein gutes Ergebnis werden. Und er weiß auch genau, wo hier die Schießscheiben am besten fallen. So ist es. Und er darf sich keinen Fehler leisten. Aber er kann wohl schießen. Er kann das. Komm, Junge. Schon vorbei.